Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahmerunde bzw. zu einem Let's Test oder Let's Angespielt oder ich weiß noch nicht, wie ich das nennen möchte. Ein Let's Play wird das nicht. Es sieht zwar gut aus, also jetzt was ich hier schon sehe, sieht schon geil aus. Aber ich muss mich da erstmal hineinfinden und ja, ich weiß noch nicht, wie ich das genau regeln möchte. Wie gesagt, das ist mein erstes Angespielt. Also wie gesagt, ich werde ein Spiel spielen und dann werde ich irgendwann dann aufhören. Ja, also das wird irgendwann so abrupt sein. Könnte 2 Folgen sein, es könnten 3 Folgen sein, es können aber auch 5 Folgen sein. Und dann ist vorbei. Also je nachdem, wie viel ich jetzt aufnehme, daran wird es dann liegen. Und das ist dann das, was ich an Angespielt, was ich ein Angespielt nenne. Dann könnt ihr euch entscheiden, hole ich mir das Spiel oder lasse ich es lieber. Erstmal muss ich selber gucken, ob ich damit auch Spaß habe. Denn es sieht ja schon so ein bisschen Minecraftig aus. Also so vom ersten Blick jetzt, ja. Dann wenn man so ein bisschen ins Spiel geht, dann sieht man so ein bisschen Stardew Valley Schnitt. So ein bisschen. Ja, also ich schau mal. Ich gehe mal in Einzelspieler. Neue Welt. Ja, bitteschön. Machen wir. Also wir machen erstmal ganz einfach. Meine Welt. Wie nenne ich die denn? Nenn die doch einfach Matthias Gaming Welt. Nee. Ich hoffe, ich kann sowas schreiben. Für ungut. Nichts für ungut, Welt. Ach, das U kann ich nicht machen. Gut, dann muss ich UE nehmen. Okay. Warte, da kommt noch ein E hin. Nix für ungut. Nix, ne? Kreativmodus? Nein. Allowed Friends Joins? Ja, wenn meine Freunde das Spiel haben, warum nicht? Ich glaube eher nicht, dass sie das haben, aber egal. Wir starten mal ein Einzelspieler. Und ich bin echt gespannt, was uns gleich erwarten wird. In diesem Sinne, viel Spaß. Loading. Es lädt auf jeden Fall. Warte, ich tue mal die Maus weg. Da ist sie weg. Ich hoffe nur, der Ton ist ordentlich. Oh, es geht. Sowas ist ja krass, ne? Gut, okay, ich könnte das natürlich ja wegmachen. Irgendwie sieht der gleich aus, kann es sein. Dann könnte ich so einnehmen. Ich könnte so einnehmen. Und ich könnte so einnehmen. Okay, Animation 1. Animation 2. Bin ich so ein Hauttyp? Was bin ich denn für ein Hauttyp? Ja, ich habe keine Ahnung. Soll jetzt noch ein bisschen. Oh. Sind das die Haare oder was? Ich nehme mal so ein. Nee, ich nehm, Alter, ich sehe doch nicht so aus. Wie sehe ich denn aus? Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Na, bin ich ja gar nicht. Ist das. Na. Alter, was ist das denn hier? Nimm mal einen. Ich bin alt, ich weiß, ich bin alt. Yay. Yeah. Aber es sieht irgendwie so. Tut mir echt leid, ey. Hat der auch noch andere? Das sieht irgendwie so. Sorry, nicht so ungut, aber es sieht irgendwie aus so. Hier oben mit den Schleifen. Alles so Mädels habe, obwohl ich ja eigentlich ein Mann bin. Sonst muss ich gleich eine Frau nehmen und dann mache ich mich halt mal schön. Ich weiß auch nicht. So, jetzt erstmal 20 Stunden im Charaktermenü hängen. Hat was, oder? Das wäre so eine Figur sei schon. Eine Frisur von mir. So Irokesenmäßig. Ja, so ungefähr. Ich trage meine Haare gern offen. ja, ab und zu. Das sieht mir aber nicht so nach, was ist
ist das jetzt... okay. Gut, wenn man es bunt mag, warum denn nicht, ne? Also ich meine, ja, mein Gott. Ja, dann möchte ich... Aber dann sind die Schuhe scheiße. Es sei denn, hier, ich mache einfach mal so. Ja, dann passt das wieder, ne? So. Oh, nee, jetzt kann ich auch noch die Mimik ändern. Ich bin böse, ich bin ganz böse. Das sieht voll böse aus. Kannst du auch lachen oder so? Alter, hast du Strich im Gesicht? Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Achso, das ist die... Ist das jetzt die Augenfarbe oder wie? Weil ich habe nämlich grün. Sorry. Ich bin grün. Was? Jetzt schiele ich. Exile. Oder ich habe keine Augen. Jetzt habe ich welche. Nee, jetzt habe ich keine. Alles klar, gut. Ja, ja, ist voll okay. Ich denke mal, ich werde wohl... Ich weiß zwar nicht, was das hier zu bedeuten hat. Und das hier oben da mit den... Kann ich das noch ändern irgendwie? Alter. Alles klar, ich kann das auch noch ändern. Sehr schön. Gut, dann kann er dann nämlich die Schuhe anbehalten. Könnte ihm so hohe Schuhe geben? Ah, nee, ist die Hose. Ja, cool. Ich bin eigentlich nicht so ein grüner Fan. Ich bin eher so dieser blaue Typ, so türkisblau so. Oder aber auch rot, aber rot ist mehr... Ich gebe ihm dafür lila Schuhe oder rosa. Das sieht doch echt aus hier, ne? Irgendwas muss anders sein. Warte mal, dann mache ich hier orange und hier da. Aber was soll das denn sein? Ist das alles klar? Ja, gut. Ja, gut. Aber orange und grün passt nicht, oder? Ne, ich mach das mal grün. Da. Ja, dann würde ich sagen, akzeptiere ich mal. Und dann gehen wir los. WSAD und die Mauszeiger brauchen wir. Platzieren und drehen. Das kommt dann auch gleich. Platzieren, drehen kann man halt mit der Maus. Alles klar. Inventar mit Tab. Alles klar. Material Schnellauswahl mit G. Okay, ich muss mal eben kurz die Zahlen und so gucken. So. Mein Heft habe ich gerade mal weggelegt, weil ich gucke gerade meine Tastatur nach vorne, wenn ich etwas Platz habe. Schnelltasten, alles klar. 1 bis... Ja, ich bin gerade hier in der Ego-Perspektive und da winkt mir einer zu und ich... Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss mal eben kurz in die Option... Oh, das war das also. Okay. Alles klar. Heieiei, ich bin ja voll eine Nudel, ey, Alter. Hallo, Farmfan. Ich habe Farmfan gerade gelesen. Warum habe ich Farmfan gelesen? Wo bin ich denn hier überhaupt? Alles klar. Ein neues Gesicht. Das sieht man hier selten. Ja, ich sehe auch dich gerade. Alles klar. Ich will eigentlich mich umgucken, aber ich muss sie ansprechen. Okay, alles klar. Weiter geht's. Du musst Matzis Gaming sein. Woher kennt die mich? Ist ganz komisch gerade. Im Namen aller Einwohner in Staxel. Willkommen. Staxel? Ich hätte gern einen Haxel. eigentlich, naja, egal. Boah, jetzt eine Haxe, ey. Ich meine, ja. Ich bin übrigens Farmfan. Ja, das sieht man gar nicht. Ich wurde geschickt, um dir den Einstieg zu erleichtern. Das ist nett von dir. Dankeschön. Ja. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Erstens, welche alte Farm? Und zweitens, ich bin auch gerade erst hierher gekommen. Und da kommt noch einer. Ich weiß nicht, was der Herr von mir will.
Stimmt das? Achso, ich muss jetzt was tippen. Ja, das will ich. Keine Ahnung warum, aber ich habe einfach mal Ja gemacht. Warum auch nicht? Hervorragend! Dachte ich es mir doch. Ja, ja, ist ja okay. Du bist also bereit, etwas für das Farmen zu lernen. Jetzt, wo du das sagst, möchte ich da eigentlich nicht mehr hin. Ich kann dir gerne das Dorf zeigen und deine Fähigkeiten beurteilen. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Aha. Ja, 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 ja. Okay. Und dann bekommst du deine Farmerlizenz. Echt jetzt? Man muss eine Farmerlizenz haben? Ich würde mal sagen, ich gehe raus aus dem Haus, hab eine Farm, fertig. Da brauche ich doch keine Lizenz. Okay. Ich glaube, ich passe. Okay, ja gut, ich bin mal nett. Ich bin froh, das zu hören. Ich gebe dir erstmal eine kurze Führung durch die Stadt. Dann gehen wir zur Farm rüber. Ich hoffe, dass du dich schnell hier einlebst und zu Hause fühlst. Dass du dich schnell einlebst und zu Hause fühlst. Okay, ja, okay. Oh, wenn du dich verlaufen solltest, kannst du jederzeit auf die Karte schauen. Folge mir. Darf ich mich jetzt vielleicht mal kurz umschauen? Wer ist dieser Typ? Darf ich da hin? Also nicht, dass ich neugierig bin oder so. Nein. Was haben wir hier? 200 kostet das. Ich habe 100. Alles klar, Maximilian sagt. Ich weiß nicht, welchen Ton ich jetzt anschlage. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal den gleichen. Ich kann keine nachmachen. Egal. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ja, du siehst auch sehr alt aus, aber du scheinst wohl der Bürgermeister zu sein. Okay. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe das Gefühl, dass ich dich öfter sehen werde. Woher weiß er? Der macht mir Angst. Okay, ich gehe da mal raus. Ah, okay. So, wo ist die Olle jetzt hin? Okay. Das kann ich... Ah, sieht ja schon nice aus, oder? Also, ich meine, das ist... Staxel. Warum nicht Staxel Town? Alles klar, hier gibt's Blümchen. Gräser. Oh, da ist Rosemary. Puh, und die ist gerade durch mir hindurchgegangen. Das geht, alles klar. Alles klar, wo ist sie jetzt hin, die Olle? Hi. Ja, später, ich muss erstmal zu jemandem hin und folgen. Das machen wir natürlich gleich auch alles. Wir lernen alle nochmal kennen. Das ist das örtliche Gasthaus. Alles klar. Hier kann man den Tag nach getaner Arbeit schön ausklingen lassen. Rowan, der Besitzer, kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst ja kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Ich warte hier auf dich. Alles gleich so reingehen? Was ist das? War ich nicht. Tschüss, ich gehe mal rein. Da ist der Rowan. Der Rowan ist da. Hallo. Oh, ich denke nicht, dass ich dich hier schon mal gesehen habe. Ja, nee, das stimmt. Nee, 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 so war der Bauch. Bist du neu in der Stadt, was? Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass du hier gut reinpasst, ne? Hier, das geht aufs Haus.
Was? Na? Nee, das möchte ich nicht haben. Hast du es gerade ausgespuckt? Also man sagt immer, wenn man es ausspuckt, soll man nicht annehmen. Habe ich das jetzt in meinem Inventar? Betrachte es als Willkommensgeschenk. Ja, ja. Ich hoffe, dich hier ab und zu mal zu sehen. Übrigens, das klingt vielleicht jetzt etwas komisch, aber, gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Katzen sind extrem süß. Hunde sind die besten. Boah, jetzt will er auch noch wissen, ob ich ein Katzen- oder Hundetyp bin. Ich bin eher, also ich würde eher Katzen bevorzugen, weil die halt sehr, sehr leicht sind, aber Hunde sind viel knuddeliger, tut mir leid. Ich mag Hunde, tut mir leid. Oh, was für ein Glück du doch hast. Was für ein Zufall, wenn ich die Katze gemacht hätte, wahrscheinlich dasselbe gesagt. Ich meine ja nur. Neulich kam ein Händler hier vorbei und beim Sohn der Schwester der Freundin seiner Tante gab's Nachwuchs. Alles klar. Wenn du wiederkommst, nachdem du mit Farmfern fertig bist, könnte ich ein Junges für dich haben. Viel Glück. Alles klar. Dankeschön. Habe ich das jetzt eingesammelt, was ich von dem gekriegt habe? Mit Tab mach mal Inventar auf. Alles klar, ich habe einen Becher Saft bekommen. Ich habe Saft bekommen und kein Bier. Für Bier stehe ich hier. Oh, egal. Und ich habe ja gerade eine Eichel aufgesammelt. Ja, das sagt man hier so. Okay, ich habe ja noch nicht viel gemacht. Awards habe ich eigentlich auch noch nicht, kann noch nichts machen und gar nichts. Wir werden uns gleich sicherlich nochmal die ganzen Rezepte anschauen und boah, Alter, hier, was gibt's hier noch Schönes? Das wird wahrscheinlich noch eine Menge zu tun geben. Aber wir schauen uns das hier einfach mal an und dann sehen wir weiter. Hier ist eine Toilette mit Klopapier. Gibt's hier auch Licht? Anscheinend ja, aber nicht hell genug. Kann man die Tür wieder zumachen? Alles klar, macht er von alleine. Sehr schön. Staxel. Ja, habe ich schon erwähnt, dass das ein tolles Ding ist? Moin. Oh. Können wir weiter? Ja, machen wir uns auf den Weg. Noch nicht. Ja gut, machen wir uns auf den Weg. Als nächstes schauen wir im Supermarkt vorbei. Jetzt läuft sie. Ja, ist schön, ja. Ah, klar. Ja, moin. Ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Die winken immer, ne? Alter, ey. Ich will doch nur hinterher. Ich laufe hinterher. Oh, Mann, wie die so wackelt. Das ist herrlich. Ja. So. Ah, wir sind gleich beim Supermarkt. Ich hab's im Gefühl. Weißt du? Und ich bin noch gar nicht hinter ihr gelaufen oder so. Nein. Da sagt auch gleich dieser. Ja, da bin ich. Im Supermarkt werden Dinge verkauft, die du täglich brauchen wirst. Ja, das weiß ich. Hier gibt es Tierfutter, Saatgut, Werkzeug und andere praktische Sachen. Während du damit beschäftigt warst, mit Rohwaren zu plaudern, war ich drüben bei den Händlern. Okay. Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie verkaufen nicht nur Waren, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf den Verkaufsplatz legen und anklicken. Diese Samen werden dir gewiss noch nützlich sein. Die hat mir gerade Samen gegeben. Ich dachte... Nein, ich singte. Ich sag das nicht. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück.